Ja, abgesehen von der Wahrheit. Und was ist in diesen Kisten, die ich ihm bringe? Pornografie. Ja, er ist richtig scharf auf dieses Zeug. Natürlich nur das Beste vom Mist. Seit Jahren ist er in der Spezialsammlung hier. Und BMW 735 und zwei Bandschirme und mein Abzug. Wenn ihr mich also nicht mehr. Schickt es dem an, ganz schön. Wenn sie denn wirklich hat, dass die Aufforderung erfüllt werden. Und wenn jede neue Entwicklung kam dann auch sozusagen gleich an Moses herangetragen. Also ich glaube, Gonzo hat das auch ziemlich forciert, genau. Der hat nämlich immer Hammerhead im Zap abgekultet. Und nicht ich. Das ist eine Unterstellung. Teenage-Angst in einem Alter, in dem andere den Facharbeiterbrief stolz in der Stoffhose tragen und über erschlossene Baugrundstücke schwadronieren. Man hatte keine Freundin und keinen Verkehr, während andere Polterabende organisierten. Keinen Plan und keine Lust und ein diffus schlechtes Gewissen wegen allem. Immer viel zu spät angekommen, aus dem Auto auf die Bühne und dann nicht immer gut gewesen. Oft richtig scheiße, aber dann noch geil. Keine engagierten Jungproleten mit Ambitionen auf eine Karriere als Festival-Staffage am frühen Nachmittag. Man tritt in Metropolen auf, aber vor allem auch in Käffern, die man nur vom Stadtland-Fluss spielen kennt. Daniel, ja. Jetzt kurz vor Warendorf. Ja. Was hältst du davon? Also ich habe selten so einen schönen Ort gesehen, die Häuser auch von der Bauweise. Ich würde sagen, das Publikum gefällt mir auch sehr gut. Wir hatten also lange nicht mehr so eine erfolgreiche Fahrt wie diese. Ja, und so weiter. Freust du dich auch schon auf Warendorf? Das hält sich in Grenzen von 1945. Okay, Julian. Und 1 und 2 und 1. Du kennst das Geräusch, nämlich dieses. Nochmal. Seid ruhig, ihr Arschlöcher. Seid ruhig. Und damit ist jetzt Schluss mit deinem kleinen Leben. Erstmal sehen wir so vor 12 Jahren im Archiv in Potsdam zu Silvester. Wir haben so mit Ego Trip, glaube ich, zusammengespielt. War sehr geil. Ja, so Leute wie dich gibt's ewig, deshalb gibt's auch uns ewig. Ich meine, wir leben gut von dir. Ja. Und das ist auch gut so. Hast du denn ein schlechtes Gewissen? Ach, ist mir doch scheißegal. Du stehst hier als Subkultur, du bist aber keine Subkultur. Du bist eine arbeitgehende, etwas andere Musik hörende Tucke. Sonst nix. Verkauf hätte vielleicht besser sein können. Growing. Jeder drum kompromisslos das Ding durchzuziehen. Und das ist Nationalmannschaft, Lehre, Arbeit, Feierabend. Spaß, der heißt saufen, kaputt machen, sich mit Bullen anlegen. Das heißt das. Ihr versteht es nicht. Es kommt einfach aus mir raus, dann mache ich alles kaputt. Punkt. Hast du schon mal jemals eine Mülltonne in Schaufenster geschmissen? Das macht einfach Bock. Brauchst kein Hooligan für sein. Ich bin Punkrocker und schmeiß Mülltonne. So, endlich habe ich mal die Möglichkeit, eine Videobotschaft zu richten an die Band Hammerhead, die quasi mein Leben so ein bisschen verfrischt hat. Hat da meinen ganzen Arm hier mit so Hammerhead-Zeich zu tätowiert. Hier, hier oben, hier drinnen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich heutzutage hier sitze, hier Hartz-IV-Empfänger bin, in so einer Buchte wohne, hier mit Ofenheizung und so weiter und so fort. Da
Das fand ich total krass. Da hat er eine unfassbare Hansapilz-Dosenwand aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das 1000 oder 2000 Dosen waren, aber das sah sehr, sehr monströs aus. Alle Leute. Wusste ich irgendwie, okay, da stehen irgendwie, weiß nicht, 5 oder 10 Leute um mich rum. Es war abgekartetes Spiel und es hagelt Fausthiebe von allen Seiten. Und ein paar Kumpels haben mich rausgezogen und ich sah halt Tobias da stehen und ich sah Moses. Dann haben wir den Skinhead zusammengehauen und dann wollte ich es umbringen und hat durch die Scheibe gehauen. So war. Was sollte die Scheiße? Rudolf Hess Gedenk McDonalds, Wunsdorf und wir sind gefickt. Ja, wo ist das Problem? Von der Polizei, die haben nämlich den Schlagzeuger verhaftet. Weil er Kurden geschleust hat. Die nehmen den jetzt in die Mangel und dann. Versucht worden, entweder 6 Tage Loch oder 180 Mark bezahlen. Wofür denn? Für 12-mal Schwarzfahren in Wuppertal. Und warum hast du jetzt 2 Stunden festgesessen? Weil die nicht gerafft haben, dass ich Schewerder heiße und nicht Schwerder. Stoppt Hammerhead die Serben? Ich hoffe ja. Ich bin für den Krieg. Stoppt Hammerhead die Serben? Niemals. Stoppt Hammerhead die Serben? Hammerhead nicht. Ich hoffe die NATO. Ein Skin, ein Punk. An diesem Abend kann er sich nicht entscheiden, mit welcher Frisur er in die Disco gehen soll. Also mein Wunsch ist eine Gesangsanlage für die Band, in der ich spiele. Die Band, in der Sie spielen? Ja. Was machen Sie da? Sie singen? Ja, ja, ich kann kein Instrument spielen, also muss ich singen. Und die heißt, wenn ich das... Hammerhead. Hammerhead. Dann werden wir uns heute überzeugen. Aber was macht er denn so für eine Mucke? Ich würde sagen, es ist Punk mit Hardcore-Einschlag. Was sagst du? Hardcore mit Punk-Einschlag eher. Ja, und was hast du noch irgendwie dazu zu sagen, Evi? Punk-Hardcore machen wir. Es gibt kein Zurück. Alle Züge sind abgefahren. Was jetzt kommt, wird trister als trist. Macht euren Dreck alleine. Sauft alleine.